Ja, hier ist er, der schöne Flussschuppi. Macht wirklich Spaß im Fluss diese Fische zu fangen. Die haben enorm viel Kraft und die flüchten und geben alles, was sie können. Es macht echt Spaß, so einen Fisch an der Angel zu haben. Ein ganz toller Fisch. Ich freue mich riesig über einen tollen Flussschuppenkarpfen. Es muss ca. 25 Jahre her gewesen sein, als ich das erste Mal in Flüssen von Nordrhein-Westfalen gefischt habe. Das waren die Flüsse im Ruhrgebiet und vor allen Dingen auch im nahen Münsterland. Und das lag einfach daran, dass ich hier aus der Region komme und ja, so eine Heimatnähe dazu hatte, zu diesen Flüssen. Ich war halt noch nicht als Schüler so mobil, dass ich viele Kilometer weit zu irgendwelchen entlegenen Seen fahren konnte. Die Flussangelei hat mich damals schon total fasziniert. Nicht nur, weil es ja, ein deutlicher Unterschied zur Seeangelei ist, sondern auch, weil ich hier in der absoluten Natur sitze. Das ist wirklich teilweise Wildnis. Ich habe viele Tiere hier, zum Beispiel Libellen, die ich immer wieder antreffe, aber auch von den Amphibien gibt es immer wieder Frösche. Ich habe auch schon Salamander sogar gesehen und natürlich auch große Säugetiere. Immer wieder sehe ich in den Abendstunden Rehe, die dann auf den Lichtungen sind oder Nutrias, die durchs Wasser durchschwimmen. Und das finde ich an der Angelei, an Flüssen schon unheimlich spannend, dass das Naturerlebnis einfach auch gegeben ist. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Angelei. Der Hauptunterschied zwischen der Seeangelei und der Flussangelei liegt natürlich in der Strömung. Im See ist es so, dass ich im Prinzip gar keine Strömung habe. Im Fluss habe ich immer eine Strömung. Manchmal eine leichte und manchmal eine bisschen stärkere. Und das hängt natürlich von äußeren Umweltparametern ab, wie Niederschlägen. Wenn ich jetzt ein Starkregenereignis habe, dann wird das im See die Auswirkungen haben, dass der Wasserstand vielleicht ein bisschen ansteigt. Aber ansonsten habe ich keine größeren Auswirkungen, die sich auf meine Angelei beziehen. Im Fluss ist das ganz anders. Sobald der Wasserstand ansteigt, wird die Fließgeschwindigkeit viel, viel höher. Und da muss ich meine Angelei auch entsprechend anpassen, sei es mit dem Gerät, aber auch darauf achten, was passiert eigentlich im Fluss, was treibt da runter, wie verhalten sich die Fische. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Wassertemperatur. Die Wassertemperatur ist wirklich schon relativ warm. Wir haben mittlerweile Mitte Mai und ich kann schon mit den Füßen im Wasser drin stehen. Ich habe immer dabei ein kleines Thermometer. In diesem Fall habe ich jetzt hier ein Infrarotthermometer und das ist eine ganz tolle Sache. Das brauche ich einfach nur nehmen, auf die Oberfläche halten und ein Knopfdruck genügt und schon wird mir die Wassertemperatur jetzt in diesem Fall hier mit 17,6 Grad angezeigt. Die Wassertemperatur ist bei der Angelei für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur im Fluss, sondern auch gleichzeitig bei der Angelei im See. Aber beim Fluss ist es halt so, dass die Wassertemperaturen oft deutlich höheren Schwankungen unterlegen sind. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich mir auch Daten aus dem Internet abrufen kann. Das sind jetzt Daten hier in dem Fall von der Lanhof aus NRW. Und hier sieht man jetzt einen Chart, das ist jetzt ein 20-Tage-Chart. Und da sieht man schon sehr schön, dass die Wassertemperaturen extrem geschwankt sind. Wir haben jetzt hier Spitzenwerte von 15 Grad und absolute Tiefstwerte von ungefähr sowas von 10,3 Grad. Und da sieht man, dass die Temperaturen innerhalb von einem Monat in einem Fluss auch extrem hohen Schwankungen unterlegen sind. Ich habe jetzt hier hinten in diesem Bereich, das ist die letzte Woche, noch einmal ein bisschen vergrößert. Das ist jetzt dieser Chart, hier ist die Ganglinie der Wassertemperatur in der letzten 7 Tage. Und hier sieht man, dass das Ganze schon ein bisschen konstanter wird und im Mittel auch ansteigt. Und das bedeutet für mich, wenn die Temperatur jetzt irgendwo hier so Spitzenwerte erreicht hat von 13,5 Grad, das war jetzt an der Messstation vorgestern der Fall, und ich jetzt gerade in der Temperatur gemessen habe von deutlich über 17 Grad, dass die Wassertemperaturen in den letzten beiden Tagen auch wirklich nochmal rapide angestiegen sind. Wir hatten 30 Grad Tagtemperaturen. Davor gab es eine relativ lange Phase mit viel Regen. Und das bedeutet für mich jetzt, dass ich mich möglicherweise schon auf andere Plätze konzentrieren muss, weil die Karpfen jetzt ganz, ganz zeitig ins Laichgeschäft einsteigen werden. Einige Fische, die man jetzt hier fängt, die haben auch schon echt einen großen Bauch und den Laich drin und die sammeln sich jetzt und fangen an zu laichen. Und wenn es dann soweit ist, dann wird es mit dem Karpfenfangen sowieso erstmal schwierig. Das ist ein richtig schöner Schuppenkarpfen jetzt hier aus dem kleinen Fluss. Ihr seht es direkt, der Fisch hat einen richtig großen Bauch. Das liegt daran, dass die Fische vor der Laichzeit stehen. Der hat jetzt noch nicht abgeleicht, ist also ein Weibchen. Aber in wenigen Tagen ist es soweit, da werden die Fische hier ganz sicher in dem Fluss auch laichen. Ursprünglich komme ich gar nicht aus der reinen Karpfenangelei, sondern eigentlich aus der Specimen Hunting Angelei. Das bedeutet also, dass ich auf große Fische eine Art geangelt habe. Und das war bei mir dann so, dass ich halt nur auf die Friedfische geangelt habe. Und das ist wirklich ideal im Fluss, weil es im Fluss ganz, ganz viele verschiedene große Friedfische gibt. Das ist angefangen von wirklich dicken Rotaugen, die ich hier gefangen habe, über Barben hin zu Döbeln, aber auch Brassen. Und schlussendlich gibt es im Fluss auch immer wieder richtig große kapitale Aalande. Und hier habe ich jetzt einen tollen Aaland gefangen auf einem kleinen 16 mm Boilie in der Geschmacksrichtung Knoblauch-Minze.
Ja, als Futter oder als Köder im Fluss verwende ich zum einen Partikelmix, der ist bestehend aus Erbsen, aus Weizen und auch aus Mais. Den fütter ich nicht nur, sondern ich angel auch am Haken mit Mais. Mais ist in aller Regel ein sehr, sehr guter Köder im Fluss. Und diesen Partikelmix setze ich deswegen ein, weil Partikel halt eine unheimlich hohe Streuwirkung haben, die Fische dementsprechend lange auf dem Futterplatz verweilen und auch suchen und ich so vielleicht den einen oder anderen Fisch mehr fangen kann. Natürlich setze ich nicht nur leichte Köder wie Partikel ein, sondern gleichzeitig auch Köder, die eine extrem hohe Lockwirkung haben. Und da sind in diesem Fall jetzt hier Fischpellets, standardisierte Halibut-Pellets in zwei verschiedenen Größen. Einmal in 16 mm und in 20 mm. Die 20 mm Pellets, die kommen bei mir auch an den Haken. Und gerne schrumpfe ich die auch nochmal in einen Pelletschlauch ein, damit ich da keine, wenn es Attacken gibt von kleinen Fischen oder von Krebsen, dass ich trotzdem immer einen Hakenköder auch am Haken habe. Pellets funktionieren im Fluss eigentlich immer. Ich kenne keinen Fluss, tatsächlich wirklich keinen einzigen Fluss, in dem Pellets nicht funktionieren. Und die Pellets locken die Fische vor allem auch relativ zügig auf dem Futterplatz. Der Nachteil von Pellets ist natürlich, dass sie sich relativ schnell auflösen und da kommen dann bei mir immer Boilies ins Spiel. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Vampire Garlic, also ein Boilie mit einer ganz, ganz ausgeprägten Knoblauch-Minzaroma. Und das sind Köder, die sind relativ fest, die kann ich ohne Probleme 24 Stunden fischen. Die riechen auch noch extrem stark, haben also einen hohen Lockeffekt und da konnte ich schon einige tolle Fische jetzt im Fluss mitfangen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Tipp. Es gibt grundsätzlich verschiedene Schnurtypen zum Angeln. Natürlich einmal die monophile Schnur und auch die polyphile Schnur, also die geflochtenen Schnüre. Und ich setze zum Angeln im Fluss ausschließlich monophile Schnüre ein. Auch wenn ich auf größeren Distanzen, in breiten Flüssen angle, auf 80 Meter Distanzen beispielsweise. Das hat den Hintergrund, dass ich in den geflochtenen Schnüren sehr, sehr gerne gerade Pollen verfange. Und im Frühjahr, wenn die Birken blühen, wenn die Weiden blühen, die Erlen blühen und wir auf der Oberfläche viele Pollen haben, dann gibt es so richtig schöne dicke Klumpen auf der Schnur bei den geflochtenen Schnüren. Und wenn ich dann einen Fisch hake und die einhole, die Schnur, dann ziehen sich die Rutenringe zu, der Fisch kann nicht mehr vernünftig Schnur nehmen und ich verliere den Fisch im schlimmsten Fall. Abgesehen davon ist es super nervig, diese dicken Klumpen von Pollen von der Schnur runter zu fummeln. Also verwende ich ausschließlich eine monophile Schnüre und würde euch das gleiche empfehlen. Ich habe hier mein Blei, ich habe meinen Köder, jetzt werfe ich aus. Ziemlich genau in die Flussmitte, da habe ich auch gefüttert. Dann lasse ich den bei gestraffter Schnur absinken, den Köder, und straffe meine Hauptschnur gleichzeitig. Um die Schnur unter die Wasseroberfläche zu drücken, verwende ich sogenannte Absenkblei. Das ist jetzt hier ein Bleigewicht von 85 Gramm. Hier oben ist ein Clip dran, da gibt es verschiedene Clipsysteme auf dem Markt. Und ich lege meine Hauptschnur jetzt einfach hier oben in diesen Clip rein und dann schließe ich den. Und sobald sich der Fisch hakt, wird sich dieses Clipsystem automatisch öffnen und die Schnur wieder freigeben. An diesem Absenkblei ist ja eine Schnur. Die andere Seite der Schnur ist an meinem Rutenhalter befestigt. Und jetzt lasse ich das Absenkblei einfach langsam die Schnur hinuntergleiten, bis es ins Wasser hineinfällt. Und dann wird automatisch die Hauptschnur unter Wasser gedrückt. Und alles, was an Treibgut jetzt den Fluss runterkommt, also ganze Blüten, in dem Fall jetzt hier im Frühjahr sind es halt Blüten, im Winter oder im Herbst sind es dann halt eher Kraut, was den Fluss runtertreibt, wird dann über meine Hauptschnur hinwegtreiben. Und ich hätte deutlich weniger Druck auf meine Hauptschnur und kann natürlich auch die ganze Nacht viel, viel gezielter auf meinem Angelplatz angeln, wenn meine Bleien nicht hinuntergezogen werden. Das ist eine klasse Sache, funktioniert super. Die Fische haben natürlich im Fluss extrem viel Kraft und Power. Das sind oftmals langgestreckte Schuppenkarpfen, die man im Fluss fängt. Es gibt auch immer mal wieder Spiegelkarpfen, das sind dann oft sehr schwere Fische. Aber 90% fängt man im Fluss eigentlich Schuppenkarpfen. Und das sind Fische, die bei 25 Pfund Gewicht durchaus mal 90 cm lang sein können. Und diese Fische haben wirklich richtig viel Kraft. Und diese Kraft kriegen die halt daher, weil die das ganze Jahr gegen die Strömung arbeiten müssen. Und dann kommt vielleicht noch ein oder zwei im Jahr ein Hochwasserereignis dazu und dann müssen die Fische noch mehr arbeiten. Und dadurch bauen die halt extrem viel Muskelmasse auf. Und wenn diese Fische dann richtig die Rute krumm ziehen und Schnur von der Rolle reißen, dann gehen die halt auch komplett in die Bremse rein. Das macht super viel Spaß, solche Fische zu fangen. Ich hoffe, ich konnte euch meine Angelei an Flüssen ein bisschen näher bringen. Ich werde die ganze Nacht jetzt hier noch an diesem Fluss verbringen und hoffe natürlich auch, dass ich den einen oder anderen Karpfen fangen kann. Im Hintergrund hört ihr schon, die Frösche quaken den ganzen Tag schon richtig laut und erfahrungsgemäß tun die das auch in der Nacht. Ich hoffe, ich finde die eine oder andere Minute Schlaf. Aber nicht zu viel, denn ich will ja auch noch einen großen Karpfen fangen.